Yo Leute, was geht ab? Hier ist wieder Bam und Gabriel am Start mit einer Folge Pokémon Showdown, nämlich mit der Turnierfolge. Und wir kämpfen gegen den Yu-Gi-Oh! Josh. Ich habe Angst, ein bisschen. Und ich glaube, ich werde mit meinem Chestnut leaden, einfach weil ich gegen so ziemlich jedes Mon von ihm ein gutes Matchup habe. Vor allem mit einem Eisenschädel wert sofort. Obwohl, ich glaube, ich will sogar sofort für Woodhammer gehen. Das sollte mein bester Zug sein. Hat ja auch eine Chance, eine kleine Chance, dieses Diancie auszunocken. Ich glaube, da bin ich gut mit dabei. Und sollte auch, falls er sich dazu entscheidet, auszuwechseln, einen recht guten Schaden machen gegen alles. Holy crap, der Crit hat gemattert. Wahrscheinlich. Holy crap, holy crap. Ja, also Chestnut ist... Chestnut hat den ersten Kill gemacht. Offensives Chestnut for the win. Kann ich nur sagen. Was will ich jetzt machen? Je nachdem, in was er jetzt wechselt, werden wir dann darauf antworten. Wir werden drin bleiben, wenn er in sein Memo wechselt. Wenn er in sein Gardevoir wechselt, werden wir, glaube ich, auch wechseln. Eventuell. Mit seinem Kyurem B werden wir ebenfalls wechseln, bei seinem Reuniclus glaube ich sogar auch in unser Kyurem oder in unser Meditalis, ich weiß es nicht. Vielleicht lassen wir auch unser Chestnut drin, obwohl es sehr, sehr nützlich sein könnte, eventuell gegen sein Kyurem B, gegen sein Mamo, gegen sein Gardevoir. Reuniclus und Pinsir sind so Sachen, da möchte ich Chestnut nicht unbedingt drin haben. Aber wir werden sehen, wir werden sehen. Unser Kyurem ist auf jeden Fall jetzt ziemlich, ziemlich gut. Unser Bibor hat ein Pokémon weniger, das er nicht ausnocken kann. Die anderen Pokémon, die er nicht ausnocken kann, sind eben Pinsir, das forst ihn aus. Mamo, mehr oder weniger bei 100%, wenn der Sash noch intakt ist. Falls er einen Sash hat, deswegen werde ich auch mit unserem Chestnut drin bleiben, wenn er mit seinem Mamo, wenn er jetzt in sein Mamo wechselt. Ach, übrigens, bevor ich es vergesse, wir haben gesagt, den Timer lassen wir aus dem Grund, da er gerade in der Arbeit ist, nicht weiß, ob sein Boss kommt, und selbst wenn er lief, hoffe ich mal, dass er dann wiederkommt. Ich weiß nicht, ich hoffe, dieser Fall wird nicht auftreten. Deswegen werde ich es jetzt auch mal pausieren. Wie gesagt, ich werde drin bleiben, wenn er in sein Memo wechselt. Und gegen alles andere werde ich so ziemlich auswechseln, weil dann Pinsir wahrscheinlich in mein Meditalis ist, ist das schlechteste Mon gegen sein Team. Dann bei seinem Gardevoir ebenfalls in mein Meditalis, eventuell auch in mein Reuniclus. Wahrscheinlich sogar in mein Reuniclus nicht, weil wir keine Recover haben. Also auch Medicham wieder. Bei seinem Kyurem B werde ich eventuell sogar in mein Diancie wechseln. Oder effektiv werde ich bei allem Meditalis opfern, außer wenn er in sein Reuniclus geht. Dann werde ich in unser Kyurem B wechseln und schauen, was er macht. Oder auch in unser Reuniclus, da ich bezweifle, dass irgendwas... Obwohl, wir können so ziemlich alles von ihm ausnocken, außer sein Gardevoir. Obwohl, sein Gardevoir können wir auch ausnocken. Na, kann gut sein. Er wechselt in sein Gardevoir. Und ich werde ganz kurz kalten und bin gleich wieder da. Also, Woodhammer hat eine ziemlich gute Chance, dieses Gardevoir auszunocken, deswegen werde ich mal dafür gehen. Er ist eine gescarfte Variante, das ist gut zu wissen. Das heißt für uns, dass wir jetzt in unser Beedrill wechseln können und werden die Mega-Evo gehen und sofort für Poison Jab, um eben dann... Okay, er wechselt in sein Mamo. Ziemlich gut für uns. Kriegen sogar die Poison. Und jetzt ist die Frage... wie viel macht eine Ice Shard? Das werde ich auch ganz kurz zeigen. Mamoswine, Oyo Physical Attacker gegen ein Mega Beedrill. Beedrill, das wäre Ice Shard macht mich mit Lebensorb. Adamant, machen wir es mal Adamant. Ice Shard knockt mich nicht aus. Das heißt, ich werde definitiv für eine Kehrtwende gehen. Selbst wenn er für Ice Shard gehen sollte, ist das mit mir in Ordnung, weil er uns nicht ausnocken kann und wir halten so oder so keine Attacke aus. Ich werde jetzt, glaube ich, sogar in mein Medicham wechseln und je nachdem, in was er wechselt,
werde ich mich dazu entscheiden, mein Medicham sterben zu lassen. Im Falle seines Gardevoirs. Im Falle seines Curren Beast ebenfalls. Wahrscheinlich. Im Falle seines Reuniclus gehe ich erstmal für Trick. Und im Falle seines Pinsirs habe ich keine Ahnung, was ich machen werde. Das werde ich dann machen. Das werde ich dann beschließen, wenn er wirklich reinwechseln sollte. I'm sorry. Ja, das tut mir natürlich leid, dass seine Freundin im Hospital ist. And now the Hex. Trauriges PK-Face natürlich. Ich gehe mal für die Pause und werde mich zurückmelden, wenn er wieder da ist. Bis gleich. Also gut, er hat tatsächlich sein Reuniclus ausgesendet. Wir werden sofort für Trick gehen. Und das ist ziemlich cool. Er geht für einen Psychoshock. Jetzt ist er gebandet. Und ich glaube, das ist ziemlich gut für uns, weil wir jetzt effektiv in unseres eventuell wechseln können. Beedrill ist... I was scarfed. Er war gescarfed as Nemo! Wow. Yeah, it's outspeed base 80s by 1 point. Es war, wow. Einfach nur wow. Dass er gescarfed ist, ist jetzt ein bisschen Schock für mich. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ob ich jetzt in meinen Reuniclus wechseln soll oder nicht. Es ist irgendwie ein Konter gegen sein Pinsir, aber unser Diancie ist auch noch bei einem ziemlich guten Amount von HP, deswegen bin ich gerade ein bisschen fraglich, was ich machen soll. Andererseits glaube ich, dass wir unser Medicham eh nicht brauchen werden, von dem her werde ich mal das Reuniclus ein bisschen schwächen, können ja noch einen Psyshock sogar tanken. Und wir wissen auch, dass er jetzt Magic Guard ist und... werden dann sofort auch für eine Kehrtwende gehen können. Oder für eine Kreuzschere, besser gesagt. Obwohl... was ist besser mit Beedrill? Eine Kreuzschere oder ein... eine Kehrtwende? Ich glaube, Kreuzschere möchte ich noch nicht wirklich... enttarnen. Und ich glaube, bei unserem Reuniclus... ist es auch jetzt gerade besser für Trick Room zu gehen, da wir wissen, wir sind auf jeden Fall schneller als sein, oder langsamer als sein Reuniclus, jedenfalls sollten wir das sein. Und, ja, dann sollten wir in der Lage sein, jedenfalls alles andere zu outspeeden. Sein Reuniclus sollten wir outslowen. Und das sollte dann mehr oder weniger Game sein, eventuell. Wir haben noch keine Tarnsteine auf, deswegen wird sein Pinsir noch ein kleines Problem. Er wechselt in sein Gardevoir. Und das wird jetzt effektiv ein Roll, ob wir sein Gardevoir ausknocken können oder nicht. Genau wie bei seinem Pinsir, da machen wir auch Minimum 80% Schaden. Er geht für Destiny Ball. Wow. Wow, was ich jetzt machen werde, ist in unser Diancie zu wechseln und erstmal unsere Tarnsteine aufzusetzen. Das ist jetzt meine Entscheidung, die ich machen will. Er wechselt in sein Reuniclus und wird wahrscheinlich für einen Spukball gehen. Aus dem Grund würde ich gerne in unser Beedrill Mega wechseln. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich muss zugeben, ich weiß es nicht, was ich machen will. Curim könnte eine gute Wahl sein. Ich glaube, Curim ist sogar unsere beste Wahl, da wir eben... falls er doch für Psyshock gehen sollte, was er auch gemacht hat, wäre unser Beedrill gestorben. Und das wäre definitiv nicht gut gewesen. Wechseln jetzt wieder zurück in unser Reuniclus. Ja, ist glaube ich unser bester Zug. Und dann sofort den Trick Room aufzusetzen, um dann eben zu versuchen, sein Team zu sweepen. Wäre glaube ich nicht schlecht. Wahrscheinlich würde er jetzt in sein Gardevoir wechseln. Und das kann definitiv auch gut so sein. Ich werde auf jeden Fall für einen Spukball gehen. Falls er für irgendwas anderes oder für einen anderen Wechsel gehen will, dann wäre das eventuell Gardevoir. Oder nur Gardevoir wäre möglich. Um dann eben einen freien Wechsel in sein Curren zu bekommen oder sein Pinsir.
Oder er bleibt einfach drin und behält sein Gardevoir noch als Fodder. Jetzt bin ich gespannt, was er jetzt machen wird, ob er in sein Pinsir wechselt. Er wechselt tatsächlich in sein Pinsir, hat vielleicht auch, oder Protect, oder ist eine defensive Variante. Psychokinese knockt es aus. Wow. GG. Das erste Spiel haben wir gewonnen, tatsächlich. Und das müssen wir auf jeden Fall speichern, laut der Turnierleitung. Hallo? Hallo? Spiel? Speicherst du? Danke. Das ist nice. Und das zweite Spiel kommt jetzt gleich. Ja. Ich will unser zweites Team verwenden. Nämlich mit dem einzigen Wechsel, dass unser Kyurem jetzt nicht speziell ist, sondern physisch und gescarved ist. Das ist, glaube ich, ziemlich cool. Und er bedankt sich. Das ist ziemlich nett von ihm. Ich schreibe ihn mal zurück. Wir sind ja ein Good Sports, er auch. Das ist das Minimum, was ich tun kann. Außerdem ist er mir entgegengekommen, was die Kampfzeiten betrifft. Ja, jetzt kommt das zweite Team und natürlich müssen wir das Match jetzt auch noch gewinnen. Das ist mehr oder weniger klar. So, sein Mammoth Run ist also gescarved, so wie wir das wissen. Eventuell. Ich weiß es nicht. Ich habe Angst. So wie ich das jetzt sehe, will ich gerne mit meinem Kyurem anfangen. Es ist ja jetzt auch auf jeden Fall, holy crap, da will ich nicht drin bleiben. Das ist so ziemlich, wir sind nicht mal gebulletproofed. Das ist nicht gut. Was will ich machen? Will ich für eine D-Claw gehen? Oder in unser eigenes Reuniclus wechseln? Ich glaube, ich gehe erstmal Ride of the Bat für eine Dragon Claw, um ein bisschen Schaden zu bekommen. Air Connected knockt uns nicht ganz aus, das ist interessant. Ist jetzt auch eine Leftovers... war vorhin auch eine Leftovers-Variante, was sage ich denn? Und nachdem wir jetzt sichergestellt haben, dass er uns auf jeden Fall nicht ausnocken kann, ist es auf jeden Fall für uns von Vorteil, da wir jetzt sofort... Wollen wir für einen Spukball gehen oder für einen Trick Room? Ich glaube, ein Trick Room ist gerade im Moment unsere beste Variante, um... Oder? Können wir... Oder sollen wir direkt für einen Spukball gehen? Ich weiß es gerade nicht. Doch. Trick Room ist unsere... Ist nicht unsere beste Variante, da wir mit unserem Diancie wahrscheinlich schneller als er sind. Das ist gerade wirklich eine schwere Wahl für mich, muss ich zugeben. Er geht für ein CM. Ach du meine Güte. Hoffentlich kriegen wir den Spedef Drop. Nice. Nice. Der Spedef Drop hilft uns sehr, sehr weiter, da wir jetzt wissen, okay, er ist, was? Okay. Okay. Er kann uns jetzt wahrscheinlich ausnocken. Was will ich jetzt machen? Das ist ein bisschen schwierig für mich. Ich glaube, ich will in unser Medicham wechseln, einfach aus dem Grund, da, wenn er für eine Recover geht, das für uns in Ordnung ist. Wir können auf jeden Fall für Trick gehen. Er wechselt in sein Pinsir. Das ist ein wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig guter Zug von ihm. Wow, bin ich definitiv überrascht, dass er seinen plus 2 Reuniclus ausgewechselt hat, aber anscheinend wäre das nicht allzu falsch gewesen. Ich will nicht, dass er setupt. Aus dem Grund werde ich direkt in unser Diancie wechseln, was mehr oder weniger der einzige Konter wirklich zu seinem Pinsir ist. Und ich glaube, dass wir auch mit unserem Bulk einen plus 2 Erdbeben aushalten können, eventuell. Close Combat, er hat Close Combat, das ist hervorragend für uns. Jetzt kommt natürlich die Qual der Wahl. Sollen wir für Diamond Storm gehen oder für Tarnsteine? Ich glaube, ich will für Tarnsteine gehen. Er wird auswechseln. Haben jedenfalls das richtig. Diesen kleinen 50-50. Was ich jetzt machen werde, ist wieder in unser Chestnut zu wechseln, um auf jeden Fall einen Woodhammer aufzubekommen. So wie ich das sehe, hat er nahe an keinen Wechsel.
um das jetzt ziemlich gut auszuhalten. Er wechselt in seine Uniclist. Das ist ein Two-Hit-KO für uns. Das ist ziemlich gut. Dann haben wir auch schon ein Mon beiseite geräumt, das unser Diancie wollen könnte und eventuell auch unser eigenes Uniclist. Sein Gardevoir ist der Wechsel, in den er gehen will. Er könnte natürlich auch für Psychokinese gehen. Jetzt kommt es aber darauf an, was er machen will. Will ich meinen Chestnut opfern? Ich glaube, unser Meditalis ist der weniger brauchbare Wechsel. Er geht für Psychokinese. Das ist definitiv gescarfter Damage. Wir gehen einfach mal für ein Fakeout, weil wir es können. Wenn er einen freien Wechsel in irgendwas kriegen will, dann soll er das gerne tun. Das ist uns persönlich ziemlich egal. Er kriegt mit jedem Pokémon Stealth Rocks Damage. Er wechselt in sein Kyurem B. Ein interessanter Wechsel. Was wir jetzt machen werden, ist in unser Chestnut zu wechseln. Ich glaube, das ist unser entbehrlichstes Mitglied. Er geht für eine Sub. Das ist mit uns okay. Und wir gehen sofort für einen Eisenschädel, um die Sub zu brechen. Und er knockt uns mit einem Ausstrahl aus, was auch in Ordnung ist. Ja, was wir jetzt machen können, ist... Oh, Scarf. Right. Ja, natürlich bin ich gescarft. Das ist eine der besten Varianten von Chestnut. Oder die einzige gute Variante, die ich benutzen konnte. Ich glaube, ich werde einfach mal für einen Eisenschädel gehen auf seinem Kyurem B. Das ist, glaube ich, unser bester Zug. Er wird sich jetzt denken, okay, was soll ich jetzt machen? Er ist nicht schneller als wir und wir sollten ihm... Alright. Es ist eine gelebensoffene Variante. Interessant, interessant, interessant. Ich bin gerade wirklich am Grübeln, was unser bester Zug jetzt ist. Wir sind auf jeden Fall nicht schneller als dein Mamo. Ich glaube, was ich machen will, ist in unser Beboar zu wechseln, auch wenn es jetzt dann kein wirklicher Wechsel mehr für sein oder keine wirkliche Antwort mehr für sein Mamo ist. Jetzt ist es ein 50-50. Entweder er geht für die Attacke oder er wechselt aus in sein Pinsir. Das ist der 50-50. Er wechselt aus in sein Diancie. Okay, das ist gut für uns. Eventuell. Ich werde für eine Kehrtwende gehen, werde unser Meditalis sofort opfern. Zu einem Moonblast von seiner Seite. Kann auch jetzt sofort für unseren Wechsel in unser Uniclist gehen. Für eine Psychokinese werde ich gehen, ja. Und danach, wie viel Schaden hat denn Diancie bekommen? 65, das ist in Ordnung. Er opfert sein Gardevoir. Ziemlich interessanter Zug von ihm, wie ich finde. Diancie hat 65%. Uff. Das wird definitiv ein schweres Spiel werden. Ist Psychokinese genug, um ein Mammothwine auszunocken? Ich weiß es nicht. Ich bin ein Reuniclus mit Lebensorb. Ich werde ganz kurz schauen, wie viel das macht. Oh, you Trick Room. Ein Erdbeben von seiner Seite macht mit einem Lebensorb 78% gerade mal. Psychokinese macht so viel. Eisschalt, wie viel macht denn eine Eis... Oh, Eisschalt ist auch schon mit dabei. Hoppla. Macht genug Schaden, um uns auszunocken, wenn er Max kriegt. Das heißt, ich will von meiner Seite trotzdem für einen Trick Room gehen. Er geht für einen Abschlag. Oh. Oh. Verdammt. Das ist definitiv nicht gut für uns. Eine Eisschalt ist jetzt definitiv in der Lage, uns auszunocken. Wir werden in unser Diancie wechseln und sofort für einen Diamantensturm gehen. Und er wechselt in sein eigenes Diancie ein. Sehr, sehr interessanter Wechsel. Wirklich sehr, sehr interessant. Noch ein Diamantensturm sollte in der Lage sein. Oh, er geht für einen Attack. Okay. Ich glaube, was das macht, ist, dass es ihm den Sieg garantiert sogar. Außer wir kriegen jetzt einen Defense Drop. Boost. Ich glaube aber, das haben wir verloren. Einfach wegen seinem Mammothwine, weil es jedes Mon von uns ausnocken kann mit Erdbeben. Ich glaube, das ist GG. Das zweite Spiel haben wir also verloren.
Wahrscheinlich wird er uns jetzt mit einer Eisschale auslocken und wenn nicht, mit einem Ruckzucki von seinem Pinsir. Und ja, es kommt tatsächlich auf das dritte und letzte Spiel raus. Ich werde wieder das zweite Team verwenden, auch wenn wir damit nicht gewonnen haben. Oh mein Gott, ich hab's weggedrückt. Ich bin ein Idiot. Ich geh nochmal zurück und werde ihn herausfordern. Challenge OU mit dem letzten Team. Nein, ich will das Team hier. Und ja, jetzt kommt es drauf an, wer gewinnen wird. Ich bin gespannt. Und muss auch sagen, ich habe ein ganz kleines bisschen Angst. Da er schon ein sehr, sehr guter Spieler ist. Und ich nicht unbedingt in der ersten Runde rausfliegen möchte. Ja, die gleichen Teams natürlich wieder. Und jetzt kommt es wirklich drauf an, was wir machen wollen, mit was für einem Pokémon wir genau leaden wollen und so weiter. Das sind jetzt alles Mindgames, die wir bedenken müssen. Ich glaube, ich will mit unserem Bibor leaden, einfach weil wir es können. Er fängt mit seinem Diancie an. Ich glaube, ich werde direkt für einen Poison Jab gehen, da ich bezweifle, dass er für was anderes geht außer Tarnsteine. Auch wenn wir unser Bieber theoretisch für sein Reuniclus brauchen, glaube ich trotzdem, dass das unser bester Zug ist. Er geht tatsächlich für Tarnsteine. Und ein weiterer Poison Jab sollte jetzt definitiv in der Lage sein, ihn auszunocken. 40%, ja, sollte definitiv in der Lage sein, sein Diancie auszunocken. Falls er wechseln wollte, dann wäre das für uns auch in Ordnung. Wir haben auf jeden Fall eins seiner Pokémon jetzt weg und das macht definitiv wegfrei für unser Reuniclus und unser Diancie. So. Was ich machen will, ist sofort... Nein, will ich in unser Diancie? Doch, ich will in unser Diancie wechseln. Aus dem Grund, da wir jede Attacke, die er hat, annehmen können. Er doubled in sein Reuniclus. Ein ziemlich guter Zug von seiner Seite. Ich werde auf jeden Fall für Tarnsteine gehen. Er geht für Donnerwelle. Dann sage ich Danke damit. Wir sind jetzt noch besser oder schneller im Trick Room. Ziemlich cool. Ja, was wir jetzt machen, ist definitiv ein 50-50. Ich glaube, ich will für Poison Jab gehen. Werde ihn auf jeden Fall schwächen. Soweit. Wenn er drin bleibt, ist das okay für uns. Wir wechseln auf jeden Fall jetzt in unser Beedrill und werden für eine Kreuzschere gehen oder für eine Kehrtwende. Ich glaube für eine Kehrtwende. Kehrtwende ist unser besserer Zug, auch wenn wir Tarnsteinschaden kriegen, da wir eben dann in unser Chestnut oder unser QRMB wechseln können. Und dann mit Eisenschädel so ziemlich einiges an Schaden gegen jedes von seinen Mons aufkriegen. Außerdem glaube ich, dass Chess und unser besserer Zug ist, da unser QRMB wahrscheinlich ein besseres Matchup gegen sein Pinsir hat. Und so oder so. Okay, die Situation ist da. Ich werde nochmal drin bleiben und werde schauen, ob er wieder zurückkommt. Wir sehen uns. Bis gleich. Okay, er ist wieder zurückgekommen gleich danach. Wir haben bei ihm glorreiche 44% Schaden gemacht. Und sind jetzt sofort in unser Chestnut gewechselt. Ich glaube, ein Eisenschädel ist unser bester Zug jetzt, da wir dieses QRMB ausnocken können. Und falls er in sein Reuniclus wechseln möchte, weiß ich nicht, was ich machen will. Schön. In unser Bibor möchte ich auf jeden Fall nicht wechseln. Das ist mir zu wertvoll. Ich glaube sogar, dass unser Chestnut unser schwächstes Teammitglied ist. Und ich glaube sogar, dass ich in unser Diancie wechseln will. Und nach einem Diamond Storm für einen Boom gehen will. Um dieses Reuniclus auszunocken. Vielleicht will ich auch für Trick Room gehen. Gleich. Nein, ich will... Oder will ich? Doch, ich will für einen Trick Room gehen gleich, auch wenn es für uns heißt, obwohl wir schneller sind, dass wir dann erstmal einen Counter weniger gegen sein Pinsir haben und eine Chance mehr haben, paralysiert zu werden. Wir brechen einmal durch
Und so wie ich das gerade sehe, boomen wir gleich. Ja, wir boomen gleich. Nehmen wahrscheinlich auch dieses Reuniclus mit. Ich glaube, Boom ist eine sehr, sehr starke Attacke. Gelebensorb natürlich wird noch geboostet, ja, wird tatsächlich noch geboostet. Falls er in ein anderes Mon wechseln will, dann soll er das gerne tun. Unser Kyurem B sollte danach mit Eisenschädel aufräumen können, eventuell. Sein Pinsir ist noch nicht gemegert. Aus dem Grund habe ich noch ein bisschen Angst vor ihm. Aber wir haben ja noch unser Kyurem und unser Reuniclus bei vollem Leben. Das sollte ausreichen. Leider brechen wir nicht ganz durch. Ich versuche wieder für den Boom zu gehen, um das Reuniclus eben so gut wie möglich zu schwächen. Wow. Macht einiges an Schaden. Was ich machen werde, ist wieder in unser Reuniclus zu wechseln und sofort für einen Spukball zu gehen. Hoffentlich sind wir schneller als dieses Reuniclus, um eben außerhalb der Reichweite von einem Eissplitter von seinem Mamoswine zu sein. Wir sind tatsächlich schneller. Und so wie ich das sehe, sind wir gerade im Moment sind wir in Führung. So wie ich das sehe. Ich bin gespannt, haben wir eigentlich einen Steinhagel? Rockslide haben wir und keinen Eisstrahl. Okay, das ist definitiv gut zu wissen für uns. Das kann ich beenden. Habe ich da GG geschrieben? Doch, ich habe GG geschrieben, weil ich danach geforfeitet habe. Bis er wieder zurückkommt, werde ich es pausieren. Bis gleich. Okay, also, er ist in sein Gardevoir gewechselt, hat die beste Chance gegen unser Reuniclus sogar zu überleben. Und unser bester Zug ist einfach für einen Spukball gerade zu gehen auf seinem Gardevoir. Ich hoffe mal, er trickt uns nicht oder er will uns nicht tricken. Sonst wäre das extrem, extrem schlecht für uns. Allerdings würde das, glaube ich, auch nicht mehr allzu viel ummachen. Was auf jeden Fall unser Zug sein wird, ist, dass wir gegen sein Gardevoir drin bleiben. Falls wir das ausnocken, werden wir definitiv auch bei seinem Mammutl drin bleiben. Oder eventuell auch in unser Chestnut wechseln. Na, weiß ich noch nicht. Ich meine, wenn sein Mammutl drin ist und sein Gardevoir tot ist, wird unser Chestnut so ziemlich gar nichts mehr. Beedrill. Wird unser Beedrill nichts mehr machen. Das Mammutl kann es mit einem Eissplitter ausnocken und das Pinsir kann es mit einem Ruckzuckieb ausnocken. Das heißt, falls wir sein Gardevoir jetzt töten, wird es definitiv der Wechsel in unser Mega Beedrill sein. Und danach der Wechsel in unser Chestnut, da wir diesen Mammutl mit einem Eisenschädel so viel Schaden machen können, dass wir dann sagen können mit unserem Kyurem Black, dass wir ohne Probleme für einen Steinhagel gehen können. Also ist jetzt der Zug, ich weiß nicht, wie lange er wieder brauchen wird. Und ich werde das pausieren, bis er sich dann für eine Attacke entscheidet. Bis gleich. Okay, also er hat anscheinend einen Double in sein Mammutl gemacht. Und ich muss zugeben, das wundert mich etwas. Was ich jetzt definitiv machen will, ist für eine Psychokinese gehen. Es ist mein sicherster Zug. Er geht für einen Eissplitter, warum auch immer. Vielleicht, um uns in Reichweite von seinem Pinsel zu bringen. Vielleicht ist das sein Beweggrund. Wahrscheinlich ist das auch wirklich so. Und ich glaube sogar, dass das sein bester Zug war. Da, weil er so garantieren konnte, dass ich ihn nicht ausnocke und dass er auf jeden Fall eine Attacke mit seinem Mammutl aufkriegt. Jetzt haben wir ein geschwächtes Reuniclus. Das ist ziemlich schlecht für uns. Und haben effektiv ein paar Pokémon. Beedrill ist nicht mehr nutzlos. Jedenfalls nicht, solange er sein Gardevoir hat. Was jetzt nutzlos ist, ist unser Chestnut. Das ist nutzlos geworden. Und das Einzige, worum ich mir eben Sorgen mache, ist, wenn er dann einen Double in sein Gardevoir zieht. Ich glaube, jetzt kommt es sogar auf 50-50s dann letzten Endes hinaus. Und ja, wer die gewinnt, wird dann letztendlich auch das Spiel gewinnen. Ich glaube, in der jetzigen Position gibt es keine sicheren Züge mehr.
Wie gesagt, wenn in seinem Pinsir... Ja, wird in seinem Pinsir wechseln. Da gibt es gar nichts eigentlich dran zu rütteln. Werde ich in unser Chestnut wechseln bei einer Return. Und danach muss ich effektiv in unser Current Black wechseln. Ich kann ja ganz kurz kalken, wie viel denn ein Pinsir Mega macht mit einem Quick Attack. Es macht 24,8 bis 29,4% Schaden. Ich glaube, dann haben wir sogar einen sicheren Zug. Nämlich Steinhagel. Wenn ich jetzt hier anschaue, Gardevoir Mega, oder normales Gardevoir, da macht dann, hoppla, das war Iron Head, Rock Slide einen Schaden von 54,5 bis 64,2%. Und wir können es zwar ausnocken, weil wir jetzt wissen, dass wir schneller sind, allerdings will ich es nicht unbedingt riskieren. Das ist es. Falls wir verfehlen. Es hat ja nur 90% Genauigkeit. Und um ehrlich zu sein, ist mir das ein bisschen zu wabelig. Sogar. Ich würde es wirklich nur ungern riskieren. Aber auf seinem Pinsir muss ich es riskieren. Das ist klar. Ja, wie das dann rausläuft. Ich glaube, ich habe ein paar Versuche. Wenn ich zum Beispiel mit meinem Kyurem... schlechtestes Szenario, ich verfehle mit meinem Kyurem einen Steinhagel, während er in sein Gardevoir wechselt, habe ich immer noch unser Reuniclus zu opfern. Und dann haben wir immer noch einen Wechsel mit unserem Kyurem B. Und ich glaube, das wird uns auch das Spiel gewinnen. Weil ich mir ziemlich sicher bin, dass er sich mega entwickeln wird mit seinem Pinsir. Ich glaube, das klingt definitiv nach einem Plan, finde ich. Oder? Na, klingt nach einem Plan? Ja, finde ich auch. Gut, dass unser Kyurem B gescarved ist. Das ist wirklich unser Lebensretter in diesem Spiel und nicht, dass wir gelebensopfert sind wie im ersten. Es war definitiv die bessere Wahl, mit diesem Team nochmal zu kommen. Ich warte wieder, bis er sich für eine Attacke entscheidet und bis gleich. Okay, also wir haben gerade von ihm die Erlaubnis bekommen. Er hat gesagt, wir werden sowieso gewinnen. Ich glaube auch, dass der Schwerpunkt auf der Gewinnerseite bei mir liegt. Aus dem Grund sage ich, gutes Game, Yu-Gi-Oh! Josh, 98 oder Tier 6 auf Smogon. Wir sind tatsächlich nicht in der ersten Runde des Turniers ausgeschieden. Naja, das kann nicht sein, da muss irgendwas falsch liegen. Ich glaube, ich habe Hexhand. Ja, wahrscheinlich wird morgen eine Doppelfolge kommen mit dem Teambuilding und danach dem Match gegen Thiel oder den zwei oder drei Matches besser gesagt gegen Thiel. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.